Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Videotutorial zum Thema C Programmieren. Hier ist euer Apple Enthusiast und dies ist der zweite Teil meines Vokabeltrainer Tutorials. Wir programmieren einen Vokabeltrainer und ja, wir setzen unseren Code eben dort fort, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Aber bevor wir uns eben über die Tastatur stürzten, lasst uns einmal vor Augen führen, was wir bisher haben. Also, wir haben ja hier eine sehr hilfreiche Funktion erstellt, Clear Buffer. Wir haben eben den Eingabepuffer zu leeren, damit der Code auch vernünftig funktioniert, damit das Programm vernünftig funktioniert, ne? Und diese Clear-Buffer-Methode oder diese Clear-Buffer-Funktion rufen wir immer wieder an geeigneten Stellen auf. Wir haben eine Funktion Show-Menu-Edit, denn unser Vokabeltrainer wird ja aus zwei Teilen bestehen. Ja, in dem einen Teil soll der User die Möglichkeit haben, eben sein Wörterbuch sich selbst zu erstellen, indem er Vokabeln hinzufügt oder entfernt. Und ja, und dann haben wir hier auch eine Funktion definiert, Evaluate User Choice. Denn wenn wir dem User schon ein Menü präsentieren, dann bekommt er auch die Möglichkeit, sich etwas auszuwählen und seine Auswahl werten wir eben in einer eigenen Funktion aus. Und ja, das ist wichtig, dass wir unseren Code auch vernünftig organisieren und das Ganze, was wir hier gemacht haben, eben einzelne Aufgaben, einzelne Programmaufgaben in Codes auszulagern, in Codes auszulagern, habe ich gesagt, also in einzelne Funktionen auszulagern. Das Ganze nennt man eben modularisieren. Ja, gut, prima, fein, schön, aber wir sind natürlich doch am Anfang. In diesem zweiten Teil zeige ich euch, wie ihr dem User die Möglichkeit geben könnt, Vokabeln dem Dictionary hinzuzufügen, ne? Also Vokabelpaare. Und dann legen wir jetzt mal los. Also hier kommt erst einmal eine Funktion. Ich werde hier eine Funktion definieren, die ja auch den notwendigen Speicherplatz auf dem Heap bereitstellt. Den Speicherplatz brauchen wir für das neue Listenelement, das der User eben seinem Dictionary hinzufügen möchte. Denn ja, wir werden eben dieses Dictionary, dieses Wörterbuch in Form einer verketteten Liste implementieren. Und ja, die Funktion, die ich hier eben als erstes definieren möchte, die nenne ich Allocate Memory. Den Prototypen kann ich kopieren und dann geht es hinter Main weiter mit der Definition. So, da haben wir eben unsere erste Codezeile in der Funktion. Also wir allozieren Speicherplatz auf dem Heap mit Hilfe der Funktion malloc. Malloc ist definiert in der Standard Library, die ich hier eingebunden habe. Und da bin ich also. Okay, ja.
Und ja, wenn die Speicherallozierung erfolgreich war, dann liefert malloc einen Nullzeiger zurück und diesen Nullzeiger caste ich in einen Struct-Vocable-Zeiger. Wenn malloc scheitert, also wenn nicht genügend zusammenhängender Speicherplatz auf dem Heap vorhanden ist, wenn der RAM eures Rechners also voll ist, dann liefert malloc einen Nullzeiger zurück. Sorry, ich sagte, bei erfolgreichem Gelingen liefert malloc einen Void-Zeiger zurück, also einen Leerzeiger, einen Void-Zeiger, den ich hier caste, und bei Misslingen der Aktion, liefert malloc einen Null-Zeiger zurück. Ne? Okay, und das teste ich jetzt mal in einer If-Abfrage, ob denn hier die Speicherallozierung gelungen oder misslungen ist. Na, nicht Putz C, sondern Putz wollte ich nutzen. Da war's. So, malloc hat in diesem Fall nicht gepackt und dann beende ich das Programm mit Exit 1. Wenn, wenn pvocable null ist und ja, wenn eben das gelungen ist, dann gebe ich die Adresse des neu allozierten Speicherplatzes zurück. Ne? Und die ist ja hier in der Zeigervariable pvocable gespeichert. So, da haben wir es. So bekommen wir unseren Speicher. Ja, das ist klar. Hier habe ich natürlich den Rückgabewert falsch gesetzt. Der Rückgabewert ist natürlich nicht void, sondern wir liefern ja eine struct-vocable-Adresse hier zurück und das muss ich hier auch ändern. Also, so, das ist der Rückgabewert, ne? Struct-vocable, also hier. Das wollen wir ja haben. Ne? Allocate Memory soll uns ja hier einen Zeiger liefern, ne? Auf den neuen Speicherplatz. Ja? Ich kann hier den Code etwas optisch ja, aufbessern und zwar hier in der If-Abfrage pvocable Gleichheit null. Das kann ich umändern und den Bedingungsteil ein bisschen knackiger machen, ne? If nicht pvocable, das heißt also, wenn pvocable eben ja, null ist, dann bekommen wir hier so eine Fehlerangabe und ja, das Programm wird, wie gesagt, beendet. Des Weiteren, ich habe hier das Cast nur mal zu Demonstrationszwecken ja, hier ja, gezeigt. Im Grunde genommen ist das so die Syntax, die ich auch in allen anderen Tutorials benutzt habe. Aber ja, bei reinem C ist dieser Cast eigentlich nicht notwendig, sondern das passiert intern. Also ich kann es hier auch wegmachen, kann es auch löschen. Es ist allerdings auch abhängig von eurer Entwicklungsumgebung. Kann sein, dass eure Entwicklungsumgebung ein bisschen bockt, erst recht, wenn ihr eure IDE auf ja, C++ Programmieren eingestellt habt. Aber reines C, bei reinem C ist dieser Cast des Rückgabewertes von malloc, welches ja ein Void-Zeiger ist, ne? Nicht notwendig. Ja? Okay, das könnt ihr so stehen lassen, sieht meiner Meinung nach ja, ein bisschen besser aus. Ne? Das Auge schaut mit und das Auge programmiert auch mit. Okay, nachdem wir
diese Funktion erstellt haben, kommt die nächste Funktion an die Reihe. Und zwar, also hier ist der Rückgabewert aber wirklich mal void, ne? Add list item. Und auch hier benötigen wir keine Parameter. Das Ganze kopiert. Und weiter geht's hinter Main, wie gehabt. So, Add List Item. Okay, wie gehen wir jetzt vor? Jetzt kann es sein, dass es so ein bisschen vertrackter wird, dass ihr schon mal die Pause-Taste betätigen müsst oder dass ihr euch ein bisschen Zeit lassen müsst, um das Ganze mal auf euch einwirken zu lassen und die Logik einwirken zu lassen, sodass die Logik euch irgendwie auch nach und nach klarer wird, ne? Also erwartet jetzt nicht von euch, dass ihr alles sofort auf Anhieb versteht. Es gibt natürlich auch die knallharten Leute unter euch, die einfach mit einem Seitenblick auf den Code schon alles gerafft haben. Okay, dann beglückwünsche ich diese Jungs und Mädels. Aber gut, wir gehen jetzt mal der Reihe nach vor. Erst einmal Add List Item. Wir wollen also dem Wörterbuch ein Vokabelpaar hinzufügen. Jetzt kann es ja sein, dass dieses Wörterbuch komplett leer ist, dass wir noch gar kein List Item, kein Element haben, ne? Kein Element in dieser verketteten Liste vorhanden ist. Und das prüfe ich jetzt mal nach. Also if, ne? Wenn der First-Zeiger null ist, ja, dann haben wir eben ein leeres Dictionary. Und auch hier diesen Bedingungsteil kann ich wieder knackiger machen, indem ich einfach hier sage, if nicht first. Ne? Ja, wenn eben der Zeiger first null ist, heißt es, es gibt kein Element, auf das er zeigt und ja, und dann können wir direkt Speicher anfordern mit der Funktion allocate memory und ja, den First-Zeiger auf eben diesen Speicher auf dem Heap zeigen lassen, wo wir unsere erste Vokabel unterbringen. Ja, wo habe ich jetzt getippt? Ach, falsch jetzt wieder. Da habe ich, meine Güte. So, jetzt aber. Ja, ist ein bisschen schwierig, ne? Auf der einen Seite erkläre ich euch das und auf der anderen Seite tippe ich und beides zusammen erfordert auch Konzentration und okay, ich schlage vor, ich tippe und dann erkläre ich. So, also, wenn das Dictionary leer ist, hole ich mir den Speicherplatz mit Hilfe der Funktion allocate memory und current ist unser ja, Zeiger, mit dem wir arbeiten, also den wir hilfsweise benutzen, um wie hier Listenelemente hinzuzufügen, um das Wörterbuch anzuzeigen. Das werden wir im nächsten Video machen. Und ja, hier setze ich auch direkt im Anschluss, nachdem ich First auf den neuen Speicherplatz gesetzt habe, Current auch gleich First. Und ja, im Else-Zweig, gut, jetzt kann es sein oder wird es sein, das wird ja die Regel sein, dass Vokabelpaare existieren in unserem Wörterbuch, dass List-Items vorhanden sind. Dann geht es hier mit diesem Code weiter.
So, das waren ja jetzt nicht so viele Zeilen, aber diese Zeilen können es ruhig in sich haben und die haben es auch in sich, ne? Erst recht, wenn man sich in dieses Thema verkettete Listen noch einarbeiten müsste, ne? Ich habe ein eigenes Tutorial gemacht zu verketteten Listen. Schaut es euch noch einmal an, wenn ihr unsicher seid, ne? Ich erkläre euch auch, was hier passiert, aber möglicherweise nicht so ausführlich, wie ich das in jedem Tutorial gemacht habe, das in dieser Playlist übrigens steht, ne? Und hier zeigt es sich auch, wie wichtig es ist, dass man auch zusammen mit anderen Menschen lernt, zusammen mit Freunden lernt und sich gemeinsam trifft, vielleicht auch diese Videos zusammen anschaut und auch diskutiert, Code diskutiert. Es ist einfach besser und ihr kommt schneller voran. Aber okay, dann lasst uns mal loslegen. Also, hier im Else-Zweig, auch hier, klar, erst einmal setze ich current gleich first. Und current zeigt also auf das erste Element, auf den ersten Eintrag in der verketteten Liste. Mit dieser While-Schleife sorge ich dafür, dass current bis an das Ende der verketteten Liste durchläuft. Und das Ende der verketteten Liste ist ja markiert dadurch, dass der Next-Zeiger null ist. Das heißt, wenn wir ein Listenelement haben, dessen Next-Zeiger-Variable eben den Wert null enthält, dann wissen wir, okay, wir sind am Ende der Liste angelangt, ne? Und nichts anderes macht diese While-Schleife. Sie bringt eben current an das Ende der verketteten Liste. Ich will das Ganze so implementieren, dass das neue Item, das wir der Liste hinzufügen, eben an das Ende der Liste angehängt wird. Ne? Gut, wenn wir am Ende sind, dann ist ja current next hier erst einmal null. Aber wir wollen ja eins hinzufügen, ein Element hinzufügen und das mache ich, indem ich erst einmal allocate memory aufrufe und current next auf den neuen Speicherplatz zeigen lasse und in der nächsten Zeile lasse ich current auf den neu allozierten Speicherplatz zeigen, so dass wir jetzt auch hier unsere Einträge vornehmen können. Und es geht hier nach der if-else-Abfrage weiter. Und hier habe ich current next wieder mal auf null gesetzt, ne? Also das ist ja hier eben die next-Variable des eben neuen Strukturelementes und wir dürfen ja nicht vergessen, dass Ende der Liste wieder mal mit null zu markieren, sonst gibt es einfach Fehler bei der Programmausführung. Ne? Okay, dann kann ich hier ganz salopp mal eine Printf-Anweisung also im ersten Schritt soll der User, der sein Dictionary ausweitet, die englische Bedeutung oder das englische Wort eingeben und das nehmen wir entgegen mit scanf. Okay, so. Und noch mal kurzen Blick drauf werfen. Bis hierhin sind wir. Und das sieht ganz brauchbar aus. Ja, wir werden ja
das auch testen und wenn sich da Laufzeitfehler zeigen sollten, werden wir eben zurückkehren in den Code und ja, aber es sieht brauchbar aus. Ich glaube nicht, dass da jetzt irgendwie was nicht funktionieren wird. Okay, prima. Hier die Erklärung. Okay, Printf, also hier klar die etwas salopp geratene Anweisung, ne, dass er eben sein englisches Wort, seine englische Vokabel eingeben soll. Dann Scanf nutzen wir. Scanf kennt ihr. Wir brauchen hier übrigens kein Ampersand-Zeichen bei Scanf, weil ja eben ja die Englisch oder Englisch Variable als Character Array definiert wurde innerhalb der Struktur. Was wir aber machen müssen für eine fehlerfreie Programmausführung ist, den Eingabepuffer zu leeren. Clear Buffer, diese Funktion, die eben diese Funktion hat, den Eingabepuffer zu leeren, haben wir im letzten Tutorial zusammen definiert und ja, und danach erfolgt eben dasselbe. Dieselbe Eingabeaufforderung, nur eben für die deutsche Übersetzung des englischen Wortes hier. Ne? Ja, und das ist es. Gut, was nützt eine Funktion, wenn wir sie nicht aufrufen? Ne? Und hier bei Evaluate User Choice, Wörterbuch ansehen, das werden wir im nächsten Tutorial machen. Vokabel dem Wörterbuch hinzufügen und dann rufe ich hier die Funktion AddListItem mal auf. Ja? Und das heißt, der User wird diese Funktion aufrufen, wenn er denn seine Auswahl entsprechend eingibt. Ne? Gut, okay, prima, wunderbar. Und ihr seht, die ganze Modularisierung des Codes, die bewirkt einfach, dass Main immer noch rank und schlank dasteht. Und jetzt führe ich das Programm mal aus. So. Okay, Wörterbuch ansehen, da passiert ja nichts, da steht ja nur dieser Dummy-Text. Ne? Und jetzt interessant wird es, wenn ich jetzt mal B eintippe und Vokabel dem Wörterbuch hinzufügen. Jo, das sieht ja ganz prima aus. Was soll ich sagen? Ich sage immer Sun für Sonne. Dann werden wir aufgefordert, die deutsche Übersetzung einzugeben. Eben Sonne. Und wunderbar, prima. Ne? Was wir hier, ne, müssen wir nicht machen. Oder können wir machen, müssen wir nicht machen, können wir trotzdem machen. Also, ich zeige es euch. Ja, wir können ja hier so eine Meldung ausgeben, dass eben diese Vokabel, das Vokabelpaar erfolgreich dem Dictionary hinzugefügt wurde. Das können wir wirklich mal machen. Okay. Oder die Vokabel. So. Ja, es ist wirklich besser, wenn man so ein Programm kommunikativ gestaltet, wenn der User Rückmeldungen bekommt. Ne? Das ist auch gut für die gesamte Usability. Ich führe das Programm jetzt noch einmal aus. Okay, wir bekommen unser Menü wieder. Und wie gesagt, ich zeige euch das. Alles andere ist wie gehabt. Ne? Da kommen nur die Dummy-Texte. Und wenn ich jetzt B eingebe, voilà, da haben wir es. Sun, Sonne. Und die Vokabel wurde deinem Dictionary erfolgreich hinzugefügt. Das ist eine Rückmeldung. Damit ja, geben wir auch dem User ein gutes Gefühl. Wenn ich jetzt noch einmal B tippe, dann kann ich sagen Beach, ja, Strand. Und noch mal, oder, ups. B noch einmal und was können wir jetzt sagen? Nochmal ah, Chair für Stuhl, ne?
und so weiter und so fort und so weiter und so fort. Wenn ich jetzt, nachdem ich all die schönen Vokabelpaare eben in das Dictionary eingegeben habe und mir das Wörterbuch ansehen möchte hier, dann passiert hier nichts, ne? Ja, klar. Diese Funktion, die uns das gesamte Dictionary anzeigt, müssen wir ja erstmal noch erstellen. Und genau das, liebe Leute, werden wir im nächsten Tutorial tun, denn ich schaue hier auf die Uhr. Es sind jetzt 25 Minuten durch, also die Zeit verfliegt wie im, ja, verfliegt wie im Fluge. Okay, die Zeit fliegt dahin und ja, aber unser Vokabeltrainer wird nach und nach Schritt für Schritt eben von uns erstellt und ausgebaut werden. Und ja, dies ist jetzt der zweite Teil gewesen. Ich freue mich immer wieder, Tutorials für euch zu erstellen. Ich hoffe, es macht euch auch Spaß, meinen Tutorials zu folgen. Wenn dem so ist, bitte gebt mir ein Like. Das ist ein tolles Feedback, hilft auch meinem Kanal, ja, sich weiterzuentwickeln. Und ich möchte ja meinen Kanal immer mehr ausbauen. Es werden zahlreiche Videos, zahlreiche Tutorials hier noch hochgeladen werden von mir in diesem Jahr, aber auch in hoffentlich noch sehr vielen kommenden Jahren, die vor uns liegen. Und ja, also gut, das war's. Abonniert meinen Kanal und falls ihr schon ein Abo habt, dann betätigt die Glocke unter dem Video, damit ihr bei neuen Uploads von YouTube benachrichtigt werdet. Und jetzt bedanke ich mich bei euch allen fürs Zuschauen und Zusehen. Ja, also und sage Tschüss, Arrivederci, bye bye und auf Wiedersehen im nächsten Video.